dann sind wir mit einer wunderschönen Propellermaschine nach Grönland geflogen. Genau gesagt an die Westküste von Grönland, nach Ilulissat. Und nicht weit davon entfernt, nach Süden, findet man den Kangia. Das ist der Eisfjord. In den Eisfjord kalbt der Sermak-Kujalleq-Gletscher. Dadurch entstehen riesige Mengen von Eisbergen, die dann langsam diesen Fjord runtertreiben und vor Ilulissat dann in die offene Bucht raus, also aufs offene Meer rausschwimmen. An dieser Landschaft ist, dass die sich ständig eben bewegt und verändert. Dieses ständige Drehen und Bewegen und Vorbeiziehen der Eisschollen und Eisberge, und in jedem einzelnen Klotz sieht man wieder ein anderes Tier oder einen Kopf oder einen Berg oder einen Huhn. Also so wie wenn man in die Wolken guckt und ständig andere Motive sieht. So ist es bei den Eisbergen auch. Es ist allerdings auch ganz schön bedrückend, dieses ganze Eis an sich vorbeiziehen zu sehen, weil der Gletscher in den letzten 10 Jahren seine Fließgeschwindigkeit verdoppelt hat. Das grönländische Inlandseis schmilzt mit einer dramatischen Geschwindigkeit ab, und nirgendwo sonst auf der Welt kann man dem Treibhauseffekt so gut bei der Arbeit zugucken wie hier. Leuchtet der dann durch? Ja, genau. So, siehst du was? Ja, das ist schön. Und ein bisschen weiter rechts, was wenn man da reinleuchtet. Ja, der ist auch gut. Aber mir gefallen die glatten eigentlich am besten. Ne? Es wirkt so, als sei das so ein bisschen so, dass hier einfach auch mehr Licht dann durchgeht, als durch diese ganz stumpfen weißen. Ne? Mal hier. Ja, man sieht so ein bisschen diese Brüche. Warte mal, ich mach noch mal einen stärker. Ich glaube, wir brauchen einfach die kräftigeren Lampen. Ja, warte mal, ich habe noch eine dabei. Ja. Ah ja, gut. Hier. Gib mir mal her. Okay. Ja, das ist doch was ganz anderes, ne? Dann sieht man auch schön die Brüche hier, ne? Ja. Wow. Das Tolle ist an den Lightmarks, dass man das überall auf der Welt machen kann. Also man ist nicht festgelegt auf einen speziellen Ort oder Raum oder sowas, sondern ich kann überall hinfahren und kann es dort machen. Das finde ich eben besonders toll an der Sache. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die ganz einfachen Motive, also zum Beispiel jetzt nur eine Schneewehe vorm Horizont ohne weitere Bäume oder Landschaftsfeature, die darüber hinausragen, und dann der glitzernde Schnee im Mondlicht, dass sowas eigentlich am faszinierendsten ist für mich.